Hi Jungs und Mädels, willkommen zu unserem heutigen Techniktraining. Wir arbeiten heute mit einem Dreieck. Für die Mathe-Genies unter euch, wir bräuchten ein gleichseitiges Dreieck. Also es wäre super, wenn wir hier ein Schwarzbild in der Mitte haben. Oh, Entschuldigung. Und ihr keinen Mittrainierenden habt, der seine Füße nicht im Griff hat. Es braucht ihr nach rechts und links den gleichen Abstand und den gleichen Winkel. Das wäre der Aufbau, den wir heute brauchen. Und wir kümmern uns heute natürlich dann in so einem Aufbau in erster Linie um seitliche Tricks, kombinieren es aber immer in einem langen Durchlauf. Erste Aufgabe schaut so aus. Der Ball liegt links von dem Starthütchen, rechte Schulter zeigt ungefähr zu dem Hütchen, wo ihr am Ende hin wollt. Wir starten mit dem ganz einfachen Ziehen-Fußwechsel. Also wir fangen ganz einfach an. Ziehen, Fußwechsel, rechts, rechts, Körper drehen. Rechts Cristiano Ronaldo. Rechte Sohle wendet, den Ball auf Spur bringen mit links, einen Schiebekontakt und eine Schussfinte mit links. Jetzt mache ich als Rechtsfuß entweder Ziehen-Fußwechsel oder Ziehen zurück. Wie ihr euch wohler fühlt, könnt ihr selber entscheiden. Jetzt mache ich links einen Cristiano Ronaldo, linke Sohle auf Spur bringen, schieben und rechts eine Schussfinte. Jetzt stehe ich wieder andersrum, jetzt fange ich wieder mit rechts an. Also ich habe sofort beide Richtungen drin, ich mache rechts ziehen, vorliegen, rechts Cristiano Ronaldo, rechte Sohle wendet, Spur, schieben, links Schussfinte. Jetzt kann ich zum Beispiel ziehen Fußwechsel machen, links Cristiano Ronaldo, linke Sohle, Ball auf Spur bringen, Schiebekontakt, rechts Schussfinte. Das ist unser Durchlauf. Linksfüße starten halt zuerst mit Ziehen-Fußwechsel oder ziehen zurück und machen dafür dann beim zweiten Teil Ziehen-Vorlegen. Ja? Also schauen, dass wir fußspezifisch bleiben. Ansonsten geht es in erster Linie um den Cristiano. Okay. Los, Marco. Was ist jetzt? Rechts Ziehen-Vorlegen. Muss so stehen, richtig? Ja. Rechts Ziehen-Vorlegen. Cristiano Ronaldo rechts. Rechte Sohle wendet. Links bringt den Ball auf Spur. Schiebekontakt. Links Schuss findet. Jetzt rechts Ziehen-Fußwechsel. Oder ziehen zurück, jetzt links Cristiano Ronaldo, linke Sohle. Marco! Wir starten nochmal. Aber wir müssen weg, du machst mich dann nervös. Okay, ich gehe dahinter in die Ecke. Schön, dass du schon gefunden hast. Also wir starten mit ziehen vorlegen. Cristiano Ronaldo, Sohlenwende rechts, Spur, schieben, Schussfinde. Perfekt. So, ziehen Fußwechsel oder ziehen zurück. Cristiano Ronaldo, Sohlenwende auf Spur, rechts Schussfinde. Und jetzt starten wir wieder mit rechts ziehen vornehmen. Ich schuss mich gerade rollt leichter, sonst passt schon. Ja. Hals der Teppich, das ist nichts dafür, weil das hängen. Hoppala. Ja. Schussfinde gerade nach hinten ziehen mit links, ist es leichter. Ziehen Fußwechsel ist in dem Fall dann leichter, wenn der Ball weiter weg ist. Sohlenwende Spur, Schiebekontakt, rechts Schussfinde. Gut. Rechts ziehen vorlegen, rechts Cristiano, Sohlenwende Spur, schieben, links Schussfinde. Ziehen zurück. Links Cristiano, links Sohle, schieben, Schussfinde. Perfekt, Marco. Das ist noch ein Mann, oder? Ja. Marco, mach noch einen. Warte. Sehr gut. Ja, gut, jetzt war die Schussfinde auch besser. Dann läuft er super. Jawohl. Buja. So, dann das Variante. Arbeiten wir jetzt mit Seoberto, dem nächsten seitlichen 1 gegen 1 Trick. Diesmal liegt der Ball auf der Seite, wo wir auch hinwollen. Also wenn ich rechts raus will, liegt der Ball auch auf der rechten Seite von dem Hütchen. Wir starten diesmal mit Ziehen zurück, Ziehen, Fußwechsel, Seoberto. Und jetzt wird es wieder mit Sohlenwende auf Spur bringen, Schiebekontakt. Und diesmal machen wir eine Zidane-Wende. Jetzt liegt der Ball nämlich auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich wieder starten mit Ziehen zurück, Ziehen, Fußwechsel. Seoberto linker Fuß, Sohlenwende auf Spur bringen, Schiebekontakt, eine Zidane-Wende und jetzt kann ich wieder starten mit Ziehen zurück, Ziehen Fußwechsel, Seoberto dadurch, Sohlenwende auf Spur bringen, Schiebekontakt, Zidane-Wende, man liegt auf der anderen Seite, jetzt starte ich wieder mit links, rechts, links, links, Seoberto, Sohlenwende, und eine Zidane-Wende. Links ziehen zurück tue ich mich schwer, glaube ich. Das kriegst du hin. Das ist dein technisches Ziehen zurück, ziehen Fußwechsel. Seoberto, Sohlenwende auf Spur bringen. Zidane-Wende, rechts, links. Komm, und jetzt mit links ziehen zurück, wieder starten. Rechts, links. Und jetzt links Seoberto. Linke Sohle, Spur bringen. Und wieder Zidane-Wende. Läuft, Marco. Perfekt. Also, Zidane-Wende. Mega. Fußwechsel. Seoberto Sohlenwende, perfekt. Spur bringen. Oh, Zidane-Wende. Schussfinte. Ja, das war
manchmal noch vor der Übung von vor im Kopf oder von Variante 1 im Kopf, was passiert. Oh. Ja. Schauen Sie, den Fußwechsel nach außen lenkt, dann tut ihr euch leichter, ihr braucht für den Semoberto ja einen gewissen Winkel. Deswegen ist es wichtig, dass der jetzt nach außen geht, das hat Marco perfekt gemacht. Und jetzt kommt ihr auch super mit dem Winkel vom Semoberto hin. Macht der Marco den noch fertig. Ja, da war sie wieder, die Schussfind. Die mag ich. Sehr gut. Jungs, und wie immer, für euch selber entscheiden, eine Minute 15 durchziehen, Vollgas. Und dann haben wir einen Haufen Wiederholungen drin, das sollte passen. So, dann kommen wir zur letzten Variante. Und ja, wir starten diesmal. Jetzt ist ein bisschen die Expertenvariante. Da müsst ihr schauen, ob ihr das hinbekommt. Die Jungs, die das nicht hinkriegen, einfach den Teil jetzt weglassen. Ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und zwar folgende Aufgabe. Wir starten jetzt mit Ziehen, Klemme, Kugel nach vorne mitnehmen. Jetzt machen wir einen Semoberto Konter durch dieses Hütchentor und wieder raus. Und eine lange Sohlenwende zurück. Machen am Ende wieder eine Schussfinte und einen Ziehen-Fußwechsel. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite nach da. Jetzt müsste ich natürlich links ziehen, Klemme machen. Wer das gar nicht hinbekommt, macht wieder, kann auch einfach loslegen nach dem letzten ziehen Fußwechsel. Wer es koordinativ einfach mal zutraut oder wer es ausprobieren will, macht links ziehen, Klemme, links Seoberto Konter. Jawohl. Also wer das jetzt zutraut mit links, macht links ziehen, Klemme, links Seoberto Konter, linke Sohle wendet lang, sodass der Ball bis zu dem Starthütchen zurückgeht, Schuss findet. Jetzt mache ich wieder ziehen Fußwechsel, jetzt muss ich wieder rechts ziehen Klemme, rechts Seoberto Konter, der Ball muss am Hütchen vorbeigehen, Sohlenwende muss bis zum Starthütchen zurückrollen, ziehen Fußwechsel und jetzt, wenn ihr es euch nicht zutraut, mit ziehen Klemme dann starten. Ansonsten links ziehen Klemme, Seoberto Konter, der war sehr kurz, deswegen bleibe ich jetzt an dem Hütchen hängen, das heißt, der Seoberto Konter muss wirklich den Winkel nach da außen machen. Dann Marco, darfst du ausprobieren. Langsam, der ist schon gut, das müssen wir nach vorne biegen. Seoberto Konter. Lange Sohle, dann bringe ich ihn auf Spur, wenn es nicht anders geht. Schuss für den Link, ziehen, Fußwechsel. Und jetzt müsstest du entweder klemmen, wenn du es machen willst. Ob nach vorne bringen. Ob Seoberto Konter. Lange Sohle, wenn du bis zum Start zurück. Rechts Schuss finde, ziehen, Fußwechsel. Und jetzt nur wieder beim Klemmen. Perfekt. Geht schon, gut repariert. Ah, wenn er ein bisschen fester wollt, die Sohle ist natürlich super, aber an sich ist die Bewegung jetzt trotzdem nicht verkehrt. So, ziehen, Klemme raus, vor. Ja, weil du immer hinten ein bisschen hängen und den Fuß sehr voll ablegst. Also alles gut, ja, dann muss man weiterlegen. Ja. Macht nichts. Genau. Okay. Ja, wenn du den Seoberto Konter natürlich mit mehr Winkel hier rumlegst, also je mehr Winkel ihr hier rumbekommt, desto leichter tut ihr euch den Ball ja ohne Zwischenkontakt nach vorne zu ziehen. Also theoretisch geht's. Versucht mal irgendwo zu finden, der ist auch sehr gerade. Und ihr seht jetzt, der Marco muss diagonal weg, weil bei mir ist es dann super mit einem Längenkontakt. Aber wenn ihr den Seoberto Konter mehr hier rausbekommt, ich mach nochmal ganz kurz hier. Also wenn ihr den Seoberto Konter am Ende wirklich um das Hütchen rum hier rausbekommt, dann könnt ihr mit einer Sohlenwende wirklich zum Start zurück und dann Schussfinte wieder starten. Also ihr müsst wirklich schauen, dass ihr den Seoberto Konter um das Hütchen voll rum macht. Muss man deine Achsen kontrollieren, das sind die Knacken bei jeder Bewegung, Alter. Ja, das weiß ich auch so. Ja, ja, oh. Ja, trotzdem gut, da muss man halt auch mal die Wand weghauen. Ja, macht nichts. Hab gut, ich. Jetzt! Zieh Fußwechsel, passt mal. Weg! Oh, wir kommen mal raus. Ah. Mann, das ist gute Durchgänge. Die letzten zwei waren super. Also, die letzten zwei waren super, wenn immer, wenn ihr es schafft, dass ihr hier mit einer geraden Sohle, wenn ihr bis zum Start zurückkommt, dann war Ben. Na gut, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächste Woche. Bewegung machen.